Seit Mitte Juni verbinden die Turkish Airlines mit einem Direktflug viermal in der Woche Graz mit der 14 Millionen Einwohnermetropole Istanbul. Die steirischen Exporte in die Türkei sind in den letzten Jahren auf 170 Millionen Euro deutlich angestiegen. Durch den neuen Direktflug sollen die Wirtschaftsbeziehungen noch besser werden. Wir haben uns ja ganz, ganz intensiv bemüht um diese Verbindung. Ich halte das für ganz wichtig, die Regionen näher zueinander zu bringen. Und jetzt ist man in knapp 2 Stunden von Graz in Istanbul. Auch die Gäste aus der Türkei sind in dieser Zeit dann in der Steiermark. Das ist wichtig, das brauchen wir. Das ist ein Standortvorteil im internationalen Standortwettbewerb. Die Hauptbedeutung liegt sicherlich darin, dass der Flughafen natürlich für die gesamte Region, für die wirtschaftlichen Kontakte, für die kulturellen Kontakte sehr, sehr wichtig ist. Und es ist die Möglichkeit, die Kontakte mit Istanbul zu vertiefen. Und vor allem das Drehkreuz Istanbul wird immer wichtiger. Derzeit wird auf einem 6.800 Hektar großen Gelände gerade am größten Flughafen der Welt gebaut. Die Direktverbindung Graz-Istanbul soll aber nicht nur der Wirtschaft neuen Schwung verleihen, sondern auch touristisch genutzt werden. Nicht nur, dass schon viele Steirer die neue Verbindung für einen Städtetrip in die Millionenstadt am Bosporus genutzt haben, sollen umgekehrt auch türkische Touristen zum Urlaub in die Steiermark kommen. Da gibt es mit aktuell 5.500 Gästen nämlich noch Luft nach oben. Beim Skifahren ist ihm wichtig, dass es ein klingender Name ist, also eine sehr bekannte Marke sein muss. Das heißt, wir sprechen wahrscheinlich über Schladming-Dachstein, nicht so sehr für die kleineren Skigebiete. Und dann natürlich der Stadturlaub. Ein bisschen flanieren, spazieren, genießen, die Umgebung erkunden. Also da gibt es durchaus Chancen auch für die Steiermark. Und so wurden bei einem steirischen Abend im österreichischen Generalkonsulat die türkischen Gäste gleich ordentlich eingekocht.